Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem Webinar hier bei Fronius International. Heute geht es um den Fronius Snap-Inverter Symo Advanced. Ein neues Produkt in einem altbekannten Mantel. Ich darf ganz kurz das Team für heute vorstellen. Wir haben den Hans Pelzer, der heute hinter der Kamera sitzt und sich um den Chat kümmert. Bitte an dieser Stelle auch angemerkt, wenn Fragen auftauchen sollten rund um Fronius, rund um das Produkt, bitte gerne die Chat-Funktion nutzen und durchschicken. Mein Name ist Christoph, ich leite Sie heute durch dieses Webinar und gemeinsam mit Hans werden wir am Ende dann auch noch eine Minute Zeit nehmen, um live Fragen beantworten zu können. Genau, wie schon erwähnt, bitte Fragen direkt in die Chat-Funktion stellen auf der rechten Seite Ihres Bildschirms. Und am Ende des Webinars beim Schließen sollte auch noch eine Feedback-Möglichkeit auftauchen. Bitte, wenn Zeit ist, auch gerne diese noch nutzen. Wir freuen uns natürlich über Ihre Meinung. Ja, werfen wir, bevor wir in das Topic einsteigen, einen kurzen Blick auf die Agenda. Bereits erwähnt haben wir den Symo Advanced, um den geht es heute. Ich möchte damit beginnen, kurz die technischen Daten vorzustellen. Ein bisschen auch im Vergleich zum bestehenden Symo. Wo liegen denn die Unterschiede? Und eines dieser Unterschiede ist der Fronius ArcGuard. Ein neues Feature zur Lichtbogenerkennung. Und heute möchte ich euch zeigen, auch im Fokus mehr oder weniger, wie es funktioniert, wie man das Feature aktiviert. Und im Anschluss, im dritten Part, geht es dann ein bisschen über die bewährten, bereits bekannten Fronius Features des Symos. Die haben sich hier nicht verändert und wurden mit übernommen für den Symo Advanced. Wie zum Beispiel das Servicekonzept, die aktive Kühlung, Superflex Design und der Dynamic Peak Manager. Gut, starten wir also gleich los mit einem Blick auf dieses Datenblatt. Wir sehen gleich anhand der Leistungsklassen, dass der Symo Advanced in den großen Leistungsklassen 10 bis 20 kW verfügbar sein wird. Das heißt, genau in dieser Sparte wird er direkt den bekannten Symo Snap-Inverter ablösen. Der kleine Symo 3 bis 8.2 wird wie gewohnt bestehen bleiben. Gut, und in diesen Leistungsklassen 10 bis 20 kW haben wir zwei MPP-Tracker und einen sehr großzügigen Eingangsspannungsbereich von 270 bis rauf zu 800 Volt auf der DC-Seite. Beide MPP-Tracker sind individuell trackbar und kommen von 27 und 16,5 Ampere rauf bis auf 33 und 27 Ampere beim großen 20 kW Gerät. Ein Punkt, der hier nicht genannt ist, ist die höhere Strombelastbarkeit der DC-Anschlussklemmen. Das ist einer der feinen Unterschiede, die der Symo Advanced mit sich bringen wird. Das heißt, pro Klemme kann ich dann auch höherströmige Module verwenden, ohne in Gefahr zu laufen, hier ein Limit zu überschreiten. Die Überdimensionierung, wie bereits bekannt, mit 150%, sprich ein 20 kW Wechselrichter mit 30 kW Peak zu belegen, ist auch hier eine Möglichkeit. Ein neues Feature bildet die AFCI oder Arc Fault Circuit Interruption, also ein Feature der Lichtbogenerkennung. Das ist nun neu integriert im Symo Advanced. Ja, und die Gewichte reichen von 35 bis rauf zu 42 Kilogramm. Gut, wir haben bereits von diesem Feature gehört, das für maximale Sicherheit sorgen soll. Und dieses Feature hat bei uns, bei Fronius, den Namen Fronius ArcGuard bekommen. Man hört auch oft AFCI und andere Wordings, alles befasst aber dieses Thema zur Lichtbogenerkennung. Und so macht es auch Fronius. Wir erkennen die Lichtbögen bereits in einem sehr frühen Stadium und schalten den Einspeisebetrieb ab. Und damit erlischt dann auch dieser Lichtbogen. Also präzise Erkennung von seriellen DC-Lichtbögen ist hier unser Fokus. Wir arbeiten hier mit einem trainierten Algorithmus für eine stetige Verbesserung. Also so ein Self-Learning-Konzept fällt da gleich mal ein, wenn man daran denkt. Und ja, ich möchte meinen, Fronius ist ja wirklich prädestiniert, an diesem Algorithmus zu arbeiten, da wir ja seit 1950 mit Lichtbögen arbeiten in unserer Business Unit Perfect Welding.
Der einzige Unterschied ist, in der Perfect Welding wollen wir Lichtbögen erzeugen, um Metalle verschweißen zu können, und in der Solar Energy möchten wir sie vermeiden. Alles in allem bringen wir hier wirklich viel Erfahrung mit, und das heißt, wir haben hier wirklich eine präzise Erkennung schaffen können. Die einfache Aktivierung auf der Benutzeroberfläche, sprich am Display vorne, die zeige ich euch gleich in der nächsten Folie. Ja, rechts unten sehen wir noch einen Infofenster. Die Ausgabe von Fehlermeldung erfolgt dann automatisch nach dieser sehr zuverlässigen Auslösung und nach dieser Erkennung der Lichtbögen. Und das Praktische daran ist, ich muss nichts mehr quittieren. Wir haben so eine genaue und sehr feine Erkennung, dass eine reine Auslösung und Abschaltung für 5 Minuten ausreicht, laut Norm, und das einfach periodisch passieren kann, ohne quittieren zu müssen. Das heißt, für Sie als Installateur wird es ausreichend sein, wenn eine Anlage öfters so eine Fehlermeldung bekommen hat, über den Tag verteilt, dann ist das für Sie das Indiz, hinzufahren und den PV-Generator bzw. die Verkabelung zu überprüfen. Gut, wie versprochen, komme ich nun zur Aktivierung des ArcGuards am Display. Hierfür wird das Profi-Menü verwendet. Das heißt, sind wir im Home-Menü, drücke ich die dritte Taste von links 5-mal und es öffnet sich eine Code-Eingabe. Hier das Profi-Menü eingeben. Diesen Code können Sie über SolarSOS anfordern. Kann ich jetzt natürlich nicht direkt live im Webinar erwähnen. Aber nach korrekter Eingabe dieses Codes klicken Sie auf Enter und scrollen mit Plus- und Minus-Taste bis zum Punkt Arc Fault Protection. In diesem Untermenü gehen Sie auf AFPE-Mode und aktivieren den. Also Sie stellen ihn auf On. Und damit haben Sie bereits den Fronius ArcGuard aktiviert. Mehr ist nicht zu tun. Wenn das Ganze zu schnell gegangen ist oder Sie das einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal anschauen möchten, bitte schauen Sie auch auf YouTube. Wir haben bereits ein How-To-Video dazu kreiert. Das finden Sie unter unserer Playlist How-To und können Sie so oft ansehen, wie Sie möchten. Gut, weitere Sicherheitsfeatures gibt es natürlich auch noch integriert, nicht nur diesen Fronius ArcGuard, sondern wir reden auch von Sicherheitsfeatures wie dem zertifizierten DC-Trainer. Das ist bereits ein bekanntes Ding auf unseren Snap-Invertern, der sich auf der Unterseite befindet. Und genau, also wirklich zertifizierte, nach VDE und IEC-Norm zertifizierte DC-Trainer. Außerdem reden wir von Produkttests, die wirklich über Standards und Normen hinausgetestet sind. Von Vereisungstests, von Kälte- und Hitzetests und so weiter. Punkt 3 beschreibt die automatisierte Isolationsmessung. Also vor jedem Zuschaltversuch wird eine Isolationsmessung durchgeführt. Und wenn Isolationswiderstände nicht eingehalten werden, wird dieser Prozess auch unterbrochen und Fehlermeldungen werden ausgegeben. Es gibt dann auch noch weitere Sicherheit an Bord, wie zum Beispiel die geprüften Schraubklemmen auf der DC- und AC-Seite des Wechselrichters, sowie auch optionale SPD-Kits, die direkt im Wechselrichter verbaut werden können auf der Hutschiene. Ja, und rechts oben sehen wir noch eine kurze Infobox. Da möchte ich noch kurz erwähnen, dass diese neue ArcGuard-Technologie, von der wir in der vorigen Folie gehört und gesehen haben, eben beim neuen Symo Advanced verfügbar ist, beziehungsweise auch bereits beim Tauro Echo Direct. Also bei diesen zwei Geräten finden Sie bereits dieses neue Feature. Weitere Produkte folgen natürlich folgend. Gut, einen weiteren Einblick möchte ich jetzt auf diese bereits bekannten Features der Snap-Inverter Symo-Reihe legen, die sich ja schon über Jahre bewährt haben. Und wir haben zu Beginn schon gehört, das Servicekonzept ist eines davon. Eine einfache Vorort-Reparaturmöglichkeit des Wechselrichters besteht. Wir können Komponenten, aber auch Gesamtwechselrichtertausch vornehmen und sogar wirklich granular bis auf die Printebene heruntergehen. Das heißt, auch ein Printboard-Exchange ist hier möglich. Für FSBs only, das ist einer dieser feinen Unterschiede. Also wenn Sie wirklich vorhaben, hier diese Platinen auszutauschen, bitte ich Sie auch,
direkt unser Fronius Systempartnerprogramm durchzuschauen. Link dazu gibt es auf unserer Homepage oder den technischen Berater kontaktieren. Dann kann man sich auch hier zum Beispiel Komponenten auf Lager legen. Genau, und alles in allem bieten wir eben die Möglichkeit, hier schnellsten Service mit wenig Anfahrten durchführen zu können. Active Cooling ist ein zweiter Punkt, der sich bei allen Fronius-Produkten durchzieht. Man denke an den Gen 24, der mit dem Lüfter vorne drauf hat, das Tauro-Gerät und auch eben die Snap-Inverter, die seitlich die Luft ansaugen und oben hin abgeben. Wir haben diese Technologie aus Überzeugung, um eben längere Lebensdauer zu gewährleisten. Wir wissen alle, dass Elektronik, aktive Elektronikkomponenten mit Hitze nicht besonders gut klarkommen. Das heißt, am besten einfach kühl halten und das geht am besten mit aktiver Kühlung. Außerdem kommt es dazu auch zu einem späteren Leistungs-D-Rating, sprich bis zu einer etwas höheren Umgebungstemperatur können wir mit voller Ausgangsleistung arbeiten. Außerdem gibt es eine hohe Strombelastbarkeit der MPP-Tracker, niedrige Ausfallraten und die Lüfter und die Kühlkörper verhindern natürlich auch Hotspots. Energiemanagement ist auch mit an Bord. Wir haben die bereits bekannten 4 digitalen Ein- und Ausgänge, 12 Volt DC für Lastmanagement. Das heißt, mit simplen 12 Volt DC-Relais können hier Lastmanagement-Steuerungen geschalten werden, wie für Poolpumpen und so weiter. Modbus RTU und Modbus TCP sind auch mit an Bord für die Kommunikation zu den bekanntesten und wichtigsten Fronius-Komponenten sowie auch Third-Party-Komponenten. Solar API ist auch möglich, wie zum Beispiel für unseren Fronius Wattpilot zur intelligenten Ladung eines E-Fahrzeugs. Und dann gibt es natürlich die klassischen Kommunikationswege über LAN und Wi-Fi, wo Daten direkt vom Wechselrichter auf unserer Online-Monitoring-Plattform SolarWeb geladen werden können. Und alles in allem hat zur Folge, dass wir eine intelligente Steuerung von Wärmepumpen, Klimaanlagen, Wallbox, Herstellern und Smart Home-Systemen und viele mehr möglich machen. Wenn wir von Service reden, reden wir nicht nur von Platinentausch und dieses granulare Herunterbrechen der Teile, die ich tauschen kann, sondern auch vom Remote Troubleshooting. Ich habe zum einen die Möglichkeit, SolarWeb dafür zu nutzen, unsere Monitoring-Plattform, unser Tool, wo ich die Spannungen und Stromwerte überwachen und analysieren kann, beziehungsweise auch Fehlermeldungen aufgelistet bekomme. Wenn ich nicht genau weiß, was ich mit diesen Fehlermeldungen machen soll oder vielleicht vor Ort am Display des Wechselrichters stehe, kann ich dann auch auf Solar SOS zurückgreifen. Mit diesem Tool ist es möglich, direkt ein Self-Service vorzunehmen und das sogar 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Ich brauche keinen direkten Kontakt mehr zur Hotline, weil im besten Fall finde ich bereits heraus, was dieser Fehlercode bedeutet, habe direkt die Möglichkeit, mögliche Lösungsschritte zu probieren und wenn alles nichts hilft, kann ich gleich eine Austauschkomponente bestellen. Alles über SolarWeb bzw. über Solar SOS. Ja, unsere Wechselrichter wirken natürlich auch netzunterstützend und dafür braucht es auch Features, so zum Beispiel Smart Grid Features. Das beginnt bei einfachen Einstellungen der Netzanforderungen, das gibt der EVU vor, wie zum Beispiel den Cosinus Phi oder Q von U Regelungen, die vorgeschrieben werden. Das hat aber auch als Möglichkeit zum Beispiel die dynamische Leistungsreduzierung oder Einspeisemanagement von 0% bis 100% möglich. Dazu braucht es nur einen Fronius Smart Meter, der mit dem Wechselrichter kommuniziert und dann kann so eine Leistungskurve schon mal so aussehen, wo zu bestimmten Zeiten bei zu viel produzierter Energie einfach abgeschnitten wird, um das Netz nicht zu überlasten. Das kann Einsparungen von zusätzlichen Plant-Controllern bedeuten. Ja, es geht aber auch um Flexibilität in der Systemplanung. Auch hier gibt der Simo Advanced viel Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es bei uns das Wording Superflex Design.
Superflex Design heißt bei Fronius, dass wirklich eine einfache Planung komplexer Dächer möglich ist, aufgrund zwei individuell arbeitender MPP-Tracker. Jeder dieser MPP-Tracker kann die gesamte Nennleistung der Wechselrichter verarbeiten. Das heißt, ich könnte 10 kW auf einen MPP-Tracker des 10 kW-Geräts hängen. Und mit Superflex beschreiben wir auch den sehr breiten Eingangsspannungsbereich. Was Maßen lautet, dass ich wirklich auch kurze sowie auch lange Stränge machen kann. Ja, und wenn es nicht anders geht, das Systemdesign das Ganze auch nicht ganz umschiffen kann und irgendwo eine Teilverschattung auftritt, dann ist das auch noch kein Beinbruch, denn es gibt natürlich auch hier beim Simo Advanced einen Dynamic Peak Manager mit an Bord, standardmäßig. Und damit ist gemeint ein integriertes Verschattungsmanagement. Also auch hier bei diesem Tool reden wir von einem Algorithmus, das im verschatteten Zustand das Maximum dieses verschatteten Strangs herausholt. Also maximaler Ertrag auch bei Teilverschattung, Optimierung auf Strangebene und hohe Zuverlässigkeit des Systems. Das heißt, bei so gering bis teilverschatteten Szenarien erspare ich mir jede zusätzliche Komponente. Es werden damit auch Leistungsoptimierer obsolet und habe deswegen auch weniger Installationsaufwand. Ich kann die günstigen, standardmäßigen, verfügbaren Module verwenden. Vielleicht setze ich ja auf Halbzellmodule, habe ich auch schon wieder etwas mehr, mehr Planungsflexibilität. Und dann noch im Zusammenhang mit dem Dynamic Peak Manager komme ich hier auf die beste Lösung. Gut, somit wären wir auch wieder am Ende dieses Webinars angelangt. Möchte noch kurz das Wichtigste vorab erwähnen, und zwar, wann kommt das Produkt denn jetzt eigentlich? Und zwar ist der Start of Sales, also der SOS, ab KW 25 diesen Jahres geplant. Das heißt, Mitte Juni wird der Stichtag sein, wo wir dann den Simo Advanced vollflächig ausrollen. Und das heißt, auch zu diesem Zeitpunkt wird er über unsere Großhändler bestellbar sein. Bitte nochmal erklärend dazu oder ergänzend dazu, das ersetzt dann wirklich komplett die Symo 10 bis 20 Reihe. Hier wird dann einfach nur der Symo Advanced verfügbar sein. Hat aber, wie man jetzt gehört hat, keine Nachteile, nur Vorteile, denn wir haben neue Features und ein sicheres neues Gerät in altbekannter Form. Gut, mehr Informationen. Generell zu Fronius bzw. auch zu diesem Thema gibt es auf unserer Homepage. Einfach mal reinschauen, fronius.com, beziehungsweise können Sie auch unsere Webinare, vorangegangene Webinare und How-To-Videos, wie das vorhin angesprochene zur Aktivierung des Fronius ArcGuards, auf unserem YouTube-Kanal einsehen. Dazu einfach auf youtube.com/@froniussolar gehen und dann gibt es einzelne Playlists und eine davon lautet How-To-Video. Also bitte, wenn Interesse besteht, einfach mal durchklicken. Da handelt es sich um 2 bis 3 Minuten Videos, die einzelne Features genauer erklären sollen. Gut, ja, an diesem Punkt möchte ich ganz kurz einen Blick zum Kollegen werfen. Haben wir Fragen erhalten? Ja, Chris. Und zwar waren mir einige Fragen zu den Datenblättern, wann diese verfügbar sein werden. Ich habe ja schon geantwortet, also dass die bis Ende der Woche verfügbar sein werden. Also nächste Woche auf jeden Fall auf unserer Homepage. Also sämtliches Dokumentationsmaterial, Datenblätter und dergleichen. Eine Frage war noch punkto Preis. Preislich wird sich nichts verändern. Das war mehr oder weniger, bleibt gleich zum normalen Symo. Und eine Frage noch, Chris, vielleicht auch an dich, bezüglich der Aktivierung, warum das nicht standardmäßig gleich immer aktiviert ist, die Funktion. Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen. Ja, ist ein guter Punkt. Grundsätzlich gilt es sowohl für den Tauro als auch für den Simo Advanced, dass diese Features in weiser Voraussicht mit installiert wurden. Es gibt aber europaweit noch kein Land, noch keine Norm, die so eine Lichtbogenerkennung erfordert. Das heißt, wenn man es haben möchte, aktiviert man es einfach. Erforderlich ist es noch nicht. Sobald irgendeine Region, irgendein Land dieses Feature wirklich fordert, wird standardmäßig mit einem Ländersetup
dieses Feature auch aktiviert werden. Das heißt, keine Angst, sobald es beispielsweise in Österreich eine Norm fordert, wird das mit AT1, 2 oder 3 gleich automatisch mit aktiviert werden. Genau, so viel dazu. Okay, super, herzlichen Dank, Hans, fürs Aufzählen, beziehungsweise auch herzlichen Dank an euch fürs Zusehen, fürs Teilnehmen heute. Ich hoffe, es war etwas Interessantes dabei. Ja, bin schon recht gespannt auf die ersten Installationen und würde jetzt einfach verbleiben mit den Worten, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Webinar, Online-Training oder Präsenztraining. Bitte dazu, wie gesagt, einfach auf der Homepage nachschauen, wenn das nächste stattfindet. Und ja, ich verbleibe mit den Worten, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie haben viel Spaß bei den nächsten Installationen am Dach und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.